Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Alien Isolation und diesmal haben wir ja beim letzten Mal haben wir ja hier Ellen Ripley gespielt und haben ja dann gesagt, wir gehen jeden Charakter mal durch und somit ist jetzt Parker an der Reihe. Also wünscht mir Glück. Ich gehe. Parker, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash, öffne die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Ripley, Lambert und mir. Okay, also los, Leute. Ja, los geht's. So, sammeln Sie die Ausrüstung ein. Erstmal die anderen Quatsch einsammeln, der hier noch rumstand. Mach die Quatsch aus. Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ich schon, warum macht er das nicht aus? Wer bist du? Egal. Egal, Karl. Warte, hier war noch irgendwas, war hier noch. Ach. Ich hatte hier irgendwo, außer die Lichtfackel, war da noch irgendwas. Ja, genau, die war das. Ne, das war's. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Hier auch nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin in die falsche Richtung gelaufen. Und das Zimmer. So, mal gucken, ob es mit ihm genauso gut klappt wie mit der Ripley. Okay, war jetzt nicht perfekt, aber es war immerhin gut genug. So, und ich muss jetzt los. Ach, das war ja nicht hier lang. Hier war es auch nicht lang. Aber Schrott. Liegt hier sonst irgendwas? Quatsch, muss ja hier drücken. So, hier lag noch. Genau, das wollte ich. Noch ein Medikit. Oder was habe ich da noch eingesammelt? Ich weiß gar nicht. Da liegt auch noch eine Leuchtfackel. So, sonst lag hier nichts, glaube ich. Ja, macht mir doch die Tür vor der Nase zu. So, jetzt gehen wir erstmal zu hier, wie Das heißt er nochmal? Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Ist sie nie. Da liegt auch noch was. Schön alles einsammeln. Und wenn wir nachher noch was bauen können, das, was hier noch liegt, sammle ich auch mal wieder ein. Ich weiß nicht, Sternvogel, gibt es hier irgendwo Nemo ist auf der Oberfläche des wieder Planetoiden irgendwas gelandet, zum von dem aus Beachten oder sowas? Irgendwelche versendet wird. Dallas, Erfolge? Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Die Oberflächenstruktur besteht aus Basalt mit Spuren von Rhyolith und vermutlichen Lavaüberlagerungen. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Ja, hast du Mutter schon ist gesagt. gerade leider nicht besonders hilfreich. Das überrascht mich überhaupt nicht. So, ich habe mich bei ihm kurz richtig hingesetzt, falls hier ein bisschen Kürre ist. So, ich muss jetzt direkt los. Also nicht rennen. Muss hier schnell sein, zwar hat er gesagt, aber der Sternvogel. Ist immer noch nicht gehen.
Jetzt aber. Sehr schön. Ich glaube, der hat mich gar nicht gesehen. Oh, ich muss hier lang. Verdammt, ich wäre hier richtig gewesen. Wo laufe ich denn eigentlich lang hier? Ah, seht ihr mal. Danke, Parker. Eigentlich sollte ich da reingehen. Vergessen Sie das nur nicht. Beim nächsten Mal. Ladies and Gentlemen. Wollen wir noch mehr laden? Wieso ist das jetzt weniger? Achso, ich hatte ja eh weniger. Wegen Schrott. Wegen einmal feuern. Also hier in den Dinger findet man wohl nichts. Bei mir durchgehen. Habt ihr das irgendwie angemacht da drin? Das habe ich aber gerade noch gesehen, mein Freund. Oh. Huiuiui, Lilo TV. Geschafft. Ganz schön Zeit gelassen. Wenn Sie tauschen wollen, Lambert, tun Sie sich keinen Zwang an. So. Dirt. Wo muss ich jetzt lang? Oh, ich hab den doch gefeuert. Verdammt! Jetzt war ich so schön weit. Mann. Ich glaube, ich hab's doch wieder ein bisschen zu schlecht eingestellt. Ich glaube, ich bin ein bisschen laut geworden. Ah, jetzt muss man alles nochmal neu machen. Das kriege ich da hin. Hat eben echt gut geklappt. Hab ich doch richtig gesehen. Vergessen Sie das nur nicht. Gut. Da war noch Fackelzeugs. Flammenwerfer, meine ich. So. Ich bin jetzt. Wo genau? Ich bin hier. Ich hätte eigentlich hier durchgehen können. Ich gehe mal durch den Serverraum. Mal schauen.
Also, okay, wenn man im Tunnel ist, sollte man nicht mit dem Feuer spielen. Das habe ich jetzt mal gelernt. Mann. Gehe ich mir erst zu dem. Das ist ein Stift. Hei, hei, hei. Aber mir sind voll falsch. Ja, mach die Tür zu. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt mal. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Meine ja. Wenn Sie tauschen wollen, Lambert, tun Sie sich keinen Zwang an. Echt, ey. Kann er auch hier reinkommen? Oder bin ich hier sicher erstmal? Was herstellen? Ja, Medikit ist eigentlich recht sinnlos, oder? Moment, ich muss erst mal gucken. Hier durch, links, rechts. Durch die Tür, durch den Serverraum ist dann die schnellste Variante. Alles klar. Hin. Werde ich doch hinkriegen, oder? Ups. Ja, ja. Puh. Also gucken, ja, ich bin richtig, sehr schön. Ich drücke immer die falsche Taste, ey. Mitnehmen. Aber ich kann ja eh nichts anderes basteln. Danke, Parker. Eigentlich sollte ich da reingehen. Vergessen Sie das mal nicht. So, zweite haben wir schon mal. Das heißt, wir brauchen noch eins. Und das ist hier, ne? Begeben Sie sich zur Ladeklemmbucht. Okay, also hier aus der Tür raus, rechts, links und durch den Serverraum rechts.
Verdammt, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nein. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Oh, vor lauter Schreck. Mann. Ja, komm, einmal noch. Oh, nicht rein. Oh. Mitnehmen. Oh. Das ist reiner Zufall. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich setze sie wieder auf den Präsentierdeck. Wenn Sie tauschen wollen, Lambert, tun Sie sich keinen Zwang an. So. Und jetzt kann ich da draußen den Gang hier immer entlang. Ich muss hier lang. Oder? Nö. Oh. Hier. Na. Danke, Parker. Eigentlich sollte ich da reingehen. Vergessen Sie das nur nicht. Oh, mein Gott, also ein bisschen ging es schon mal flott ohne Flammenwerfer-Muni zu verbrauchen. So, jetzt gehe ich denselben Weg wieder zurück. Das ist hier eigentlich ganz gut. Verdammt, ich habe den Weg vergessen. Okay, hier einfach weiter. Wer wusste denn, dass ich hier bin? Spül nur auf Kanes Gesicht. Ash hat es abgeschnitten und was kam raus? Säureblut, ohne Witz. Das hat er noch durch drei Decks gebrannt und meinen guten Stift zerstört. Der Ash hat gesagt, er soll nachsehen. Entschuldigung, dass ich jetzt so unterbrechen muss. Aber ich muss erstmal den hier. Glück getroffen wurde. Aber ich konnte keinen ernsten Schaden feststellen. Ich bin der Schiff von einem neuen Anschluss. Mein Gott. Wo bin ich? Ah, ich bin ja auf dem richtigen Weg. Der Plan funktioniert, Parker. Immer weiter. System und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Ja, gucken, ob hier Flammenwerfer-Muni ist, aber. Scheint nicht so. Boah, der kommt schon wieder. Ah, ich muss auch noch hier rechts rum. Ja.
Was hat denn? Ich sehe die Sterne. Kleiner Bug. Ach, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Wurde übrigens gespeichert auf der einen Stelle da. Als Checkpoint. Nicht nochmal alles, bitte. Ach, Schwein gehabt. So, Entschuldigung. Hier ist gerade außen die Röhre. Dann müsste ich eigentlich auch schon da sein. Genauso mache ich das beim anderen Weg auch. Sind Sie sicher, dass Sie nach diesem Ding da reinklettern wollen? Sicher. Kein Problem, oder? Leichtes Problem, würde ich sagen. 2 Meter groß. Okay, finden Sie das Abtransportsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Kein Flammenwerferzeug. Nein. Verdammte Hacke. Ich muss genau geradeaus durch. Also es geht immer dahin, wo ich bin. So, haben wir wieder den Bug. Den Bug haben wir gleich wieder. So. Scheiße, ey. Komm ich da nie vorbei. Boah, jetzt geht die Tür zu. Ich weiß nicht, rennen. Wo bin ich? Rein in den Hauptschacht. Hoffentlich klappt das auch. Mhm. Ich hoffe es auch. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Sagen Sie wo, verdammt? Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Direkt da, wir müssen vorsichtig sein. Genau da, ja, genau, jetzt müssen Sie sehen. Tot.
rein in den Hauptschacht. Hoffentlich klappt das. So. Jetzt klappt's. Ihr werdet sehen. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Hier? Rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein. Rechts! Geradeaus! Gut so. Immer weiter. Links. Rechts. Rechts. Mann, kann doch was werden hier. Tür verschlossen. Ach so, Moment, genau, hier war das. Nachladen. Spricht Ash, wissenschaftlicher Offizier der Nostromo. Dies ist ein offizieller Eintrag in das Schiffslog über meine heutigen Taten. Ein Mitglied der Crew wurde von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Ich habe ihn zurück an Bord gelassen, ohne offiziellen Quarantänerichtlinien zu folgen. Im Großen und Ganzen, denke ich, war dies die richtige Entscheidung. Es war ein Risiko, das ich willentlich eingegangen bin, und ich werde mich jeglichen Entscheidungen der Firma bei meiner Rückkehr beugen. Ash, ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Das muss klappen. Ich öffne die äußere Luftschleuse, aber das dauert. Suchen Sie sich ein Versteck. Überleg erstmal, wohin soll ich? Ich wollte gar nicht so rumstreuen. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Okay. Muss eine Störung im System gewesen sein. Da konnten wir nichts gegen machen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Oberste Priorität. Andere Prioritäten gibt es nicht. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Ich bewundere seine Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt weder Schuld
noch Illusionen von Moral. Noch etwas. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber Sie haben mein Mitgefühl. Meins auch. Und somit beende ich die zweite Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Dallas dran ist. Also bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.